Fun, hier ist euer Abraham zurück in Watch Dogs Legion und ich komme so langsam in den Endspurt rein, nachdem wir jetzt ungefähr die Hälfte der Story durch haben und wir jetzt die ganzen Stadtteile befreit haben, werden wir uns jetzt einen Bauplan genehmigen und da starten wir jetzt einfach mal durch. Hattest du auch was von dem Getuschel hier mitbekommen? Die Zweifel an dem, was wir tun. Kann schon sein. Mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das hin und machen bis zum bitteren Ende weiter. Spitze! Ich bin auch dabei. Keiner hält uns jetzt noch auf. Der Zack gibt nicht auf. Wie geht's dir? Ach, Bro, ich bin mega kaputt, wie immer. Aber das ist es wert. Wir verändern was. Für die größten Genüsse im Leben muss man hart arbeiten. Weißt du, ich habe immer gedacht, ich bin scheiße, ja? Aber seitdem ich bei Dead Sack mitmische, bin ich scheiße geil. Dadzek, mir wurde eine mögliche Entführung gemeldet. Ich schicke euch die Infos. Klang, als hätte es mit was Großem zu tun. Das ist eine echte Chance auf Gerechtigkeit. Okay, wir geben unser Bestes. Folgendes wissen wir über Nigel Cass. Er arbeitet an etwas mit dem Namen Projekt Themis. Der Mangel an Informationen darüber ist beunruhigend genug. Wir wissen allerdings, dass Cass das menschliche Element aus dem Gesetzesvollzug entfernen will. Er arbeitet auch mit Tidus, was nie gut ist. Tidus macht Geschäfte mit Albion. Übles Zeug wie autonome Waffen, Algorithmen für menschliche Zielerfassung. Tidus ist also unsere beste Spur, um das Geheimprojekt aufzudecken. Ihre Sicherheitssysteme sind jedoch schwer zu knacken, weshalb Hamish eine interessante Lösung vorgeschlagen hat. Albion arbeitet an einer Mikrodrohne. Davon hat mir mein Kontakt erzählt. Sie ist zwar noch nicht in Produktion, aber wenn wir die Pläne kriegen, können wir unsere eigene bauen. Und die Tidus Security umgehen? Richtig, richtig. Sie sind mega klein. Sie sollen Albions andere Drohnen warten. Weil sie so klein sind, gelangen sie an für andere unerreichbare Orte. Gut, so sieht's aus. Wir müssen also das Drohnenfertigungslabor von Albion infiltrieren und uns die Pläne schnappen. Und dann habt ihr ein nettes Gadget für den Einbruch bei Tidus. Genial. Ich schicke euch den Ort. Seid vorsichtig. Albion teilt nicht gern sein Spielzeug. Thank you.
Gespenst, das ist auch nicht die Lösung deiner Probleme. Sie liefern sich eine Verfolgungsjagd bei krassem Tempo und setzen Barrikaden und sogar Drohnen ein. Aber nichts kann das vom Auto aufhalten. Es ist auch nur beschädigt. Mich, Tash, auf Buccaneer. Hier hört ihr, was ihr nicht hören sollt. Dieses Mal konzentrieren wir uns wieder auf die Medien und meinen ehemaligen Arbeitgeber, die GBB. Wie wir wissen, gab es eine Menge Veränderungen bei diesem Sender, seit die Hassani-Regierung dem Druck von Unternehmensinvestoren nachgab und ihn privatisierte. Heute ist die GBB ein Schatten ihrer selbst. Sie ist nur noch ein Werkzeug, mit dem die Regierung Fake News und Fehlinformationen verbreitet. Wie kam es so weit? Wann ging alles schief? Woran merken wir, dass die nationalen Medien Staatspropaganda geworden sind? Unsere Experten bleiben aus Gründen ihrer eigenen Sicherheit anonym. Bei mir ist Charles, Experte für Fehlinformationen und Medien, der weltweit verfolgt hat, wie freie Medien von Journalisten aufgebaut und von Demagogen zerstört werden. Bevor die Medien zersplitterten, stellten sie eine Stimme der Autorität dar, der man vertraute und die dieses Vertrauen auch verdiente. Heutzutage haben wir jedoch ein zutiefst kommerzielles Modell vorliegen. Ganz unabhängig davon, ob wir von einer App auf einem Smartgerät sprechen oder von einer Rundfunkanstalt. Die Hauptsache ist, dass die Konsumenten so lange wie nur irgend möglich in dieser Umgebung gehalten werden. Denn das bedeutet Geld in den Taschen des Anbieters. Und um das zu erreichen, waren ein paar Dinge nötig. Zum einen braucht es manipulative Techniken, die auf Verhaltensmustern basieren. Dinge, die einen zum Scrollen animieren oder zum Zuhören oder zur Suche nach weiteren Informationen. Zum anderen profitiert eine solche Umgebung von der Sensationslüsternheit der Menschen. So gab es immer reißerischere Überschriften und Stories und es spielte keine Rolle mehr, ob sie wahr sind oder nicht. Es war nur wichtig, dass die Leute wiederkamen. Und so kam es zu einer Situation, in der es überhaupt kein Vertrauen mehr gab und niemand irgendetwas glaubte. Und das ist die perfekte Umgebung für eine autoritäre Stimme, die auf den Plan tritt und sagt, nein, wartet, wir bieten die absolute Wahrheit. Die Grundlage für diese Umgebung entstand, als wir plötzlich überall autoritäre Politiker hatten. Und alles, was sie bedrohte, oder? Du näherst dich dem Albion-Drohnenlabor, wo die Mikrodrohne entwickelt wird. Ich hoffe, das ist den Aufwand wert. Sicherlich. Du musst das Sicherheitssystem ausschalten, das das F&E-Labor schützt. Wenn man dann die Wahrheit sagt, ist enorm schwer, hat sich gehört. Weil die Falschinformation. Wenn du das sagst, mich hältst du sicher nicht auf. Ich wechsle auch gleich hier zu meiner neuen Rekrutin, damit wir hier sozusagen getarnt in den Bereich reinkommen. So brauche ich also nicht groß alles umnieten, sondern ich kann hier auf eine schleichende Art und Weise mich dieses Problems entledigen. Gesichtserkennung läuft.
Das Sicherheitssystem für das F&E-Labor ist aus. Irgendwo da drin sind die Pläne für die Mikrodrohne. Irgendwo hier ist jemand. Drohne, Bereich durchsuchen. Drohne, Gebiet durchsuchen. Gesichert. Zu keinem Zeitpunkt aus Ihrem Fahrzeug heraus. Ich habe die Pläne heruntergeladen. Du kannst jederzeit gehen. Jetzt die Pläne haben, können wir unsere eigenen Mikrodrohnen herstellen. Beeil dich, lieber Bax. Wir müssen schnell bei Tidus rein und Projekt Themis beenden, bevor Nigel loslegt. Und nach dem, was er gesagt hat, haben wir nicht viel Zeit. Dieses Mal konzentrieren wir uns wieder auf die Medien und meinen ehemaligen Arbeitgeber, die GBB. Wie wir wissen, gab es eine Menge Veränderungen bei diesem Sender, seit die Hassani-Regierung dem Druck von Unternehmensinvestoren nachgab und ihn privatisierte. Heute ist die GBB ein Schatten ihrer selbst. Sie ist nur noch ein Werk. Und hiermit haben wir das Ganze jetzt abgeschlossen und jetzt geht es weiter mit Im Bauch der Bestie und ich freue mich schon, euch das präsentieren zu dürfen. Also bis dann, ciao, ciao, euer Avo und bitte lasst doch mal ein Abo hier oder ein paar Likes oder Kommentare, was euch gefällt, was euch, wo Verbesserungsbedarf ist, was wir vielleicht schöner machen können oder was ihr noch an Tipps und Tricks von uns haben wollt. Wir sind gespannt und bis dann. Ciao, ciao.